So, kurz unterbrochen. Kaffee ist wieder am Start. Und ich bin immer noch dabei, beziehungsweise versuche das Rad da oben runterzuholen. Das muss mit der Granate sein, das kann gar nicht anders sein. Und sonst habe ich hier nichts mehr. Ja, Hund. Musst leider nochmal herhalten. Also, mit dem Baum, das klappt nicht. Kann man die Granate da oben in den Ast reinwerfen? Tatsächlich. Gut. Dann kommen wir in unser Rad. So, los geht's. Echt schwer. So wie der in die Knie geht. Der Emil. So, jetzt müssen wir als nächstes das Rad dahin montieren. Und dann können wir nämlich das Ding auch bewegen. Natürlich sein, dass ich da noch das Drehrad. Das war schon mal richtig. Dann das. Nee. Das andere. Dasselbe. Okay, das andere ist nur zum Schießen. So. Also eine Windmühle hat er gemeint. Eine Windmühle. Drei Bäume. Was ist los? Was ist jetzt, eine Windmühle oder drei Bäume? Windmühle ist da hinten. Das soll ich reinhalten? Oh, das war nix. Ja. Das ist zu weit. Ja, ich mach doch die Windmühle. Wo schießt denn der hin? Also nochmal. Drei Bäume, eine Windmühle. Oder kann es sein, dass der rechts von der Mühle und hoch von den Bäumen? Genau, das meint er. Schaut schon besser aus. Emils gezielte Schüsse ermöglichten es Freddy und seinem Regiment, die hintere Linie unbeschadet zu erreichen. Bravo, Freddy! Als die Militäroberen von ihrem mutigen Einsatz erfuhren, beschloss man, die beiden Freunde für ihre Tapferkeit auszuzeichnen. Emil hatte gute Nachrichten von Anna erhalten. Karl erholte sich langsam und konnte schon wieder laufen. Na, prima. Unterdessen zog sich die Schlacht von Verdun in die Länge und wurde immer blutiger. Die Zahl der Toten stieg unaufhaltsam. 70.000 pro Monat. Nahezu ein Franzose und ein Deutscher pro Minute. Und das 10 Monate lang. Tag und Nacht. Schlimm.